Ich grüße dich. Schön bist du da. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin Susanna Sutter. Ich bin seit meiner Kindheit hellhörend und hellsehend und begleite die Menschen in ihren Transformationsprozessen. Ja, und genau um das geht es im momentanen Beitrag. Noch nie war die Transformationsmöglichkeit so groß wie in dieser Zeit, in der wir inkarniert sind. Doch immer wieder kommen Fragen zu mir, Bedenken, Ängste, weil es sehr, sehr schwierig erscheint, wirkliche und wahrhaftige Transformation zu vollbringen. Deshalb habe ich folgenden Beitrag für dich kreiert. Es war mir wirklich ein Herzensbedürfnis, dir aufzuzeigen, weshalb du dich so fühlst, wie du dich fühlst und weshalb es so schwierig sein kann, in wahrhaftige Heilung zu kommen. Doch fangen wir dort an, wo alles begann. Bevor du als Seele auf dieser Erde inkarnierst, planst du deine Reise auf der Erde. In gewissen Themen des irdischen Lebens möchtest du Erfahrungen machen, die dir als Seele in deiner Weiterentwicklung helfen werden. Einige Themen sind bereits ausreichend in vorherigen Leben bearbeitet, verstanden und transformiert worden und tauchen dann als geringfügiges Thema auf. Doch auch diese Themen waren einst Wurzelthemen. Ich benenne sie so, weil sie die Wurzel all dessen sind, was du erleben bzw. was dich fordern wird. Mit Wurzelthemen bist du immer mehr als ein Leben beschäftigt. Das ist auch der Grund, weshalb du das Gefühl hast, dass du gewisse Sachen aus alten Leben mitgenommen hast oder sogenannte Déjà-vus hast. So wirst du deine Wurzelthemen mit deinen geistigen Führern besprechen und bestimmen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit anderen Seelen und deren geistigen Teams, denn das Ziel ist, mit und durcheinander zu lernen. Zudem brauchst du, um deinen Seelenplan zu durchleben, andere Seelen, die auf dieser Erde deine Wurzelthemen aktivieren. Sonst vergisst du deine Mission hier auf Erden. Wenn die Zeit reif ist, inkarnierst du in die Umgebung, wo die Verträge und die Umstände stimmen, sodass dein Seelenprozess stattfinden kann. Durch deine Geburt fällt der Schleier des Vergessens. Dieser Schleier lässt die Seele das All-Einseins vergessen, damit sie das Menschsein annehmen kann und auf der Erde mit den Begebenheiten zurechtkommt. Und jetzt kommt für dich als Mensch die größte Herausforderung, denn die Wurzelthemen werden durch Verletzungen durch andere Menschen aktiviert. Dies im Sinne der Abmachung und Verträge vor der Inkarnation. Da kein Messer so sehr schneidet wie das deiner Nächsten, sind es oft deine Eltern, die du für diese Aktivierung ausgesucht hast. Denn dein Seelenprozess wird in frühester Kindheit ausgelöst. Diese Aktivierung geht mit vielen Wunden einher und so entsteht das traumatisierte Kind. Es versteht nicht, dass dieser Schmerz einen Grund hat. Es fühlt sich ungeliebt und abgelehnt. Taten und Worte wie »Wenn du so bist, habe ich dich nicht lieb, werde bloß nicht wie deine Mutter oder dein Vater, du bist zu laut, zu dumm, zu untalentiert, vorlaut, zu ungeschickt. Die anderen stellen sich nicht so an wie du, du bist zu wild, so undankbar und egoistisch. Besonders verletzend sind Vergleiche mit anderen Kindern, primär Geschwistern. Und so wird dieses Kind in Zukunft alles machen, um diesen tiefen Schmerz der Ablehnung und des Nicht-Richtig-Seins nie mehr zu fühlen. Und es wird alles, was es glaubt, dass an diesen Verletzungen schuld ist und weshalb es nicht geliebt wird, von sich abspalten und wegsperren. Dies ist die Geburtsstunde der Schatten, der Nährboden von ungesunden Glaubenssätzen, die fortan in unserem Unterbewusstsein mitschwingen. Das Kind wird sich anpassen und klein machen, wird versuchen, allen Erwartungen, die man an es hat, zu erfüllen. Seine Wegweise sind positive Wörter und Handlungen, wenn es alles richtig macht.
durch die Orientierung, welches Verhalten von seinen Eltern und Familie gutgeheißen und toleriert wird, entstehen Masken, eine unauthentische Form des Seins, welche lediglich darauf abzielt, zu gefallen, akzeptiert und geliebt zu werden. Es entstehen eigene Masken, aber es werden auch Masken bzw. Verhaltensmustern von Eltern übernommen. Dies zeigt sich in späteren Leben oft durch das Gefühl von »Das ist nicht meine Angst, das bin ich nicht«. Diese Masken werden von nun an dein Leben bestimmen. Egal wie alt du bist, egal welche Menschen in dein Leben kommen, Freunde, Nachbarn, Liebespartner, Vorgesetzte, die Masken werden meist immer und zu jeder Zeit getragen, dies aus der Furcht, in deinem wahren Sein nicht liebenswert zu sein. Und wenn du wieder Schmerzen erleidest, sieht sich das innere Kind bestätigt und hält immer mehr an all seinen Verteidigungsmechanismen fest. Doch der Moment im Leben wird kommen, wo aus diesem Selbstschutz Selbstsabotage wird. Es sind genau die Momente, wo du, egal was du tust, nicht weiterkommst. Du hast das Gefühl von Stehenbleiben, dass du dich im Kreis drehst, fühlst dich eingesperrt, dies oft gekrönt von Angst, Panik, starken Zweifeln und Depressionen. Es sind die Signale deiner Seele hinzuschauen, hinter all deine Identifikationen mit deinen Masken, wie du sein solltest. Die Masken, die dich zu ungesunden und toxischen Verhaltensmustern gebracht haben. Sie fordert dich auf, deine Schatten in die Freiheit zu entlassen, um zu erkennen, welche zerstörerischen Glaubenssätzen du unbewusst folgst. Und je länger du wartest, umso mehr befeuern sich deine Muster, Glaubenssätze und Energien gegenseitig. Es fühlt sich an, als ob du gegen dich selbst Krieg führst. Und genau dies sind die Momente, die für dich als Mensch so sehr schmerzen, denn deine Wurzelthemen sind nun voll aktiv und wollen beachtet und geheilt werden. Du fühlst genau, wie deine Seele dich immer mehr auffordert, dich dessen anzunehmen, denn in deinem Leben wirst du immer mehr durch dein Umfeld getriggert und herausgefordert. Es scheint ein Kreis aus Schmerz zu sein, den du mal mehr, mal weniger fühlst, doch er ist da und du fühlst eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach Verstehen, nach Heilung, nach Liebe. Doch dein inneres Kind möchte nicht nur, dass es keinen Schmerz mehr erlebt, sondern hat solche Selbstverteidigungsmauern erbaut, dass es auch nicht mehr fühlt, was es wirklich möchte im Leben. Es spürt nicht mehr, was es wahrhaftig glücklich macht, was dich glücklich macht. Es weiß nicht mehr, was seine Wahrheit ist, was deine Wahrheit ist. Hinter all dem steht dein persönlicher Seelenprozess. Deine Seele, die Erfahrungen machen möchte. Doch dein Menschsein ist damit komplett überfordert und spürt nur Chaos. Denn deine Masken und Schatten sind an deine Wurzelthemen gebunden. So ist dort, wo dein Schmerz ist, deine Heilung. Deshalb ist die Seelenreise nie im Außen zu finden, sondern nur in deinem Innern. Doch wo ist der Weg aus diesen ungesunden Glaubenssätzen, Verhaltensformen und Schatten? Meine tiefste Überzeugung ist die Reise zu sich, die Reise zu den Wurzeln im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn du deine Wurzelthemen verstehst, wenn du verstehst, weshalb du hier bist, wird sich so vieles für dich leichter anfühlen. Es wird dir viel mehr möglich sein in deiner persönlichen Entschlüsselung, denn du wirst die psychologischen Mechanismen dahinter sehen und schlussendlich auch, was das alles mit deinem Körper macht. Um dich in all dem zu unterstützen, haben die Lichter und ich die Lichterschule auf die Erde geholt. Die Lichterschule ist ein Ort, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du Austausch hast mit Gleichgesinnten, wo du eine Hand hast, die dich führt durch all das hindurch und dies mit großem Verständnis, Liebe und Mitgefühl. Finde deine Wahrheit und Werte frei.
und werde so zur Liebe, die du suchst. Fühl dich geliebt, getragen und gesegnet und lebe im Bewusstsein, dass du nicht alleine bist. In Liebe, deine Susanna und die Lichter.